Wenn man auf den Malediven das Gefühl hat, sich auf Wolke 7 zu befinden, hat das nicht nur mit der himmlischen Gastfreundlichkeit, sondern auch mit dem großartigen Wetter zu tun. Mit ganzjährigen Durchschnittstemperaturen um die 29 Grad sind die Malediven der tropische Rückzugsort für jede Saison. Das maledivische Jahr ist in zwei Jahreszeiten unterteilt. Trockenzeit und Regenzeit. Von Ende Oktober bis Ende März bringt der von Nordosten wehende Wintermonsun die Trockenzeit mit sich. Die Regenzeit dauert von April bis Ende Oktober und hängt mit dem aus dem Südwesten kommenden Sommermonsun zusammen. In den letzten Jahren haben sich die Jahreszeiten auf den Malediven stark verändert. Lange Perioden von perfekten trockenen Bedingungen sind nun auch in der Regenzeit keine Seltenheit mehr. Das hat zur Folge, dass es viel schwieriger geworden ist, das Wetter verlässlich vorherzusagen. Und in Wirklichkeit blicken maledivische Wetterberichte meist nicht mehr als ein paar Stunden in die Zukunft. Es gibt jedoch einige generelle Tendenzen, wie zum Beispiel Durchschnittstemperaturen und Niederschläge pro Monat, die wir Ihnen hier kurz präsentieren möchten. Der Beginn des Jahres fällt in die Trockensaison, was so viel heißt wie Sonnenschein kombiniert mit relativ milder Feuchtigkeit. Im Januar regnet es durchschnittlich im Ganzen nicht mehr als zwei Tage, während sich die Temperaturen im Durchschnitt um die 27 Grad bewegen. Im Februar kommt die Trockenzeit richtig in Schwung. Und Sie können schon sonnige Tage und ausgezeichnete Temperaturen um die 28 Grad genießen. Und zwar sowohl Ober- als auch Unterwasser. Mit einer idealen Mischung aus heiteren Tagen und angenehmen Nächten ist der März für viele die beste Zeit, die Malediven zu besuchen. Regenperioden sind selten und kurz. Mehr eine willkommene Abkühlung als ein Ärgernis. Offiziell bringt der April den Beginn der Regenzeit mit sich. Aber lassen Sie sich nicht von dem Namen täuschen. Der April ist für gewöhnlich angenehm und trocken wie die Monate davor. Die Zahlen sprechen für sich. Die minimale Lufttemperatur beträgt 27 Grad und es gibt durchschnittlich jeden Tag an den 9 Stunden Sonne. Mai ist typisch für die Regenzeit. Regenschauer und Wind wechseln sich ab mit Sonnenschein und freundlichen Temperaturen. Die Wahrscheinlichkeit, Walhaie, Mantas und andere Großfische zu sehen, ist während der Regensaison am höchsten. Im Juni ist eine Durchschnittstemperatur von wonnigen 28 Grad vorhergesagt. Was zeigt, dass das tropische Klima selbst dann angenehm bleibt, wenn immer wieder mit Schauern und Wind zu rechnen ist. Im Juli ist der Ozean weiterhin voller Plankton. Und das zieht zahlreiche Mantas, Walhaie und andere Planktonfresser an die nahrungsreichen Riffe und Lagunen der Malediven. Auf Gewitter folgen häufig längere Sonnenperioden. Mit 28 Grad gestalten sich die durchschnittlichen Wasser- und Lufttemperaturen im August weiter angenehm tropisch. Das Wetter kann zwar teilweise windig und manchmal auch stürmisch werden. Gäste können aber trotzdem an den meisten Tagen mit vielen Stunden Sonnenschein rechnen. Der September ist ebenfalls ein wechselhafter, aber angenehmer Monat. Regenschauer verschwinden ebenso schnell, wie sie auftauchen und, abgesehen von kurzen Turbulenzen, sind anhaltende Schlechtwetterphasen relativ selten. Im Oktober bringt das Ende der Regenzeit niedrigere Luftfeuchtigkeit und weniger Niederschläge mit sich. Die Bedingungen bleiben allerdings unberechenbar. Gegen Ende des Monats stabilisiert sich das Wetter, sobald der Nordostmonsun einsetzt. Klares, warmes Wasser gepaart mit einem ebenso klaren blauen Himmel sind die Markenzeichen der Trockensaison und ab November können Sie Ober- und Unterwasser mit außergewöhnlichen Sichtweiten rechnen. Die Durchschnittstemperatur liegt bei 27 Grad. Der Nordostmonsun bringt generell großartiges Wetter mit sich, ideal für Wassersportfans und jeden, der das Jahr stilvoll ausklingen lassen möchte. Im Dezember werden überall auf den Malediven exotische Weihnachts- und Neujahrsfeste gefeiert und viele nutzen diese Zeit, um dem düster kalten Wetter zu Hause zu entkommen. Danke, dass Sie sich für diese kurze Einleitung ins Wetter auf den Malediven Zeit genommen haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Live-Wetterberichte aus den Malediven finden Sie im Wetterteil unserer Webseite auf www.maledivesdivetravel.com.